Willkommen zum zweiten Teil unseres Gesprächs über Demenz. Wir schauen uns an, wie man Demenz natürlich vorbeugen und behandeln kann. Wieder mit Dr. Med-Heinz Lüscher hier in seiner Praxis. Beginnen wir doch gleich. Ich bin 40, gesund. Was kann ich tun, um Demenz vorzubeugen? Ich habe ganz viel. Die meisten Menschen denken nicht daran, die leben in den Tag hinein. Ein gesunder Lebensstil, ich weiß, das ist unpopulär, oder? Aber es ist eben wichtig. Wir brauchen einfach alle unsere Mikronährstoffe, also ausgewogene Ernährung, nicht fanatisch, es geht nicht um vegan oder so, es geht darum, ausgewogen, breit, auch viele Pflanzen, Gemüse, Früchte, Salate essen, dort sind die Mikronährstoffe drin. Und das ist das Wichtigste. Und schließlich auch Sport. Also, oder, viele junge Menschen machen von Natur aus Sport, aber nach 30 hören viele auf und das ist schade. Man kann das Leben lang sich bewegen. Es geht nicht darum, Wettkämpfe und intensiv, aber geh Radfahren, wandern, schwimmen, einfach beweg dich. Oder? Zirkulation fördert die Versorgung der Zellen mit Mikronährstoffen. Welche Mikronährstoffe sind wichtig in der Vorbeugung von Demenz? Also ganz wichtig für das Gehirn sind Omega-3, habe ich schon erwähnt, und Vitamin D. Vitamin D hat im ganzen Körper etwa 200 Funktionen und eine davon ist eben auch Schutz des Gehirns. Das Immunsystem ist auch besser und die Muskelkraft ist besser, noch vieles mehr, aber auch das Gehirn braucht Vitamin D. Okay. Und dort, wer nicht substituiert, hat in der Regel Mangel. Wenn ich die Messung mache, sehe ich praktisch bei allen Patienten, die keines nehmen zusätzlich, dass sie zu tief sind. Braucht es noch ein gutes Multipräparat, Selen, Zink, weißt du, einfach so eine breite, gute Vorsorge? Wenn jetzt Omega-3 und Vitamin D dir nicht genügen, dann nimm noch so ein Multipräparat, wo alle Vitamine, Mineralien, Spurenelemente drin sind. Das kann hilfreich sein, wenn man wirklich weiß, dass man ungesund lebt. Aber die Verarbeitung eines solchen Produktes ist auch nicht gleich gut, wie wenn ich eben schon in der Nahrung diese Stoffe drin habe. Okay. 25 Jahre jetzt in die Zukunft. Ich bin jetzt 65 und ich merke, ich werde vergesslich. Und eben nicht so die Standardvergesslichkeit, sondern eben die offensichtliche Vergesslichkeit. Ja. Sachen, die ich eigentlich wissen muss. Was kann ich jetzt tun? Jetzt wird es schwierig. Nicht schwierig im Sinn für mich, dass ich nicht weiß, was ich tun soll, sondern schwierig für den Patienten, weil jetzt genügen zwei Produkte nicht mehr. Jetzt brauchst du eine Palette, sehr viel. Alles, was eben die Energiebildung in den Hirnzellen anregt, kommt jetzt dazu. Also das bleibt, Omega-3 müssen wir jetzt erhöhen. Also es braucht sicher 2 Esslöffel Fischöl und die Hirnzellen brauchen ja, es gibt 2 wichtige Omega-3-Fettsäuren, EPA und DHA. Und im Gehirn ist das DHA wichtiger. Und DHA kommt auch in erhöhten Dosen vor in Algen. Also Algenöl wäre da jetzt ein gutes Omega-3-Öl. Vitamin D bleibt. Dann brauchen wir Coenzym Q10 und NADH. Das sind beides Vorstufen, um Energie zu bilden. Wenn jetzt also der ganze Vorbau, wenn du zu wenig gute Nährstoffe gegessen hast, kann ich mit Q10 und NADH das quasi überbrücken und der Körper, oder vor allem die Gehirnzellen, können Energie bilden aus diesen 2 Stoffen. Es braucht Antioxidantien, weil eine Demenz ja auch eine mit einer Entzündung im Gehirn zu tun hat. Antioxidantien, das sind Vitamin C, Vitamin E, OPC, Traubenkernextrakt, da gibt es viele. Oder? Die sind in den Pflanzen drin. Oder? Und dann gibt es einen Stoff, der heißt Phosphatidylserin, da gibt es auch Studien, dass das klar die Hirnfunktionen verbessert. Und etwas ganz Besonderes, Kokosfett, oder? Tönt so komisch, Kokosfett, das sind alles ungesättigte Fettsäuren, hoch, ungesund, und das stimmt überhaupt nicht. Im Kokosfett drin hat es kurz- mittelkettige Fettsäuren, welche die Gehirnzellen zur Energiebildung nutzen können.
All diese Vitalstoffe und Kokosfett können die unter allen Umständen eingenommen werden, auch wenn ich zusätzlich mit 65 schon andere Medikamente einnehme? Ja, kein Problem. Das ist, wir sind ja im Bereich Natur. Alle diese Stoffe hast du auch im Essen drin, oder? Du kannst ja essen, auch wenn du Medikamente nimmst. Passt alles zusammen, ja. Okay. Gut, das war mal ein Einblick in die Mikronährstoffe aus Perspektive von Vorbeugung und Behandlung von Demenz. Wir machen noch ein drittes Video und da tauchen wir noch ein bisschen tiefer ins Konkrete, also wirklich tief in die Behandlung von Demenz, auch mit Mengenangaben und so weiter und so fort. Da freuen wir uns drauf. Bis gleich.